Hier bin ich wieder. Heute ist der 15. November und ich bin hier jetzt am Ende unserer Rundreise angelangt. Eigentlich sollte der Tag ganz anders anfangen und das zeige ich heute mal von vorne bis hinten. Wir wollten nämlich eigentlich zu unserer Finca und ich wollte ein Video drehen, wie es dort aussieht, aber wir sind wieder nicht reingekommen und so habe ich mich dem Vulkan gewidmet. Ich habe mehrere Stationen jetzt hier abgefahren und auch neue Informationen. Aber ich beginne jetzt heute Morgen bei der Abfahrt in Tazacorte. Wir fahren jetzt wieder mal zu unserer Finca. Wir waren lange nicht mehr da. Das letzte Mal am Mittwoch. Am Samstag war es leider so, dass wir zurückgeschickt wurden zu hoher Schwefeldioxidgehalt. Gestern haben wir schon vorher gelesen, dass keiner reingelassen wird, konnten wir auch nicht hinfahren. Jetzt heute. Wir sind wirklich gespannt, was uns erwartet. Wenn man hier hinguckt, kann man nur hoffen, dass alles hierher gekommen ist und nicht nach. Denn hier sieht es heute so aus. Gestern alles sauber gemacht. Heute Nacht und es geht weiter. Es nieselt. Man sieht hier den Dunst über dem Meer. Es zieht zwar alles schön nach Westen, die Wolke, aber leider streift sie Tazacorte. So, und wir fahren jetzt los und schauen mal, wie es in Las Manchas aussieht. Tja, jetzt ist hier vorne schon die Kontrolle, nicht mehr El Chaco. Und man riecht es auch deutlich, Schwefel wieder. Das, leider stand heute, man dürfte rein. Und jetzt darf man doch nicht rein. Wir können zum dritten Mal nicht nach Las Manchas. Wir waren das letzte Mal am Mittwoch da bei uns. Also geht es wieder zurück mit den 200 Liter Wasser. Der Westen ist eingeäschert, kann man sagen. Der gesamte Westen, auch im Norden, auch oben hier bin ich jetzt gerade an meiner Scheibe. So sieht es dann aus. Ja, das ist innerhalb kürzester Zeit hat man wieder die Asche auf der Scheibe. Hier ist kein Aussteigen. Hier kommt jetzt im Moment die ganze Aschewolke runter. Bei uns auf der Finca ist der Schwefeldioxid, wahrscheinlich vom Delta unten, kommt das hoch. Ja, jetzt sind wir wieder am Vulkan. Das war jetzt heute nichts mit unserer Finca schon. Wir wollten am Samstag ja schon hin, Sonntag hin. Jetzt Montag. Jetzt gab es den dritten Wassereintritt von Lava. Und zwar an der Playa El Chacón bei La Bombilla. Tja, da gibt es anscheinend sehr viel
Schwefeldioxid, was direkt nach Las Manchas und auch zu dem Grenzeintritt führt. Der fand ja heute direkt bei hinter Fuencaliente statt. Also wir sind gar nicht weit gefahren, da wurde man dann schon abgewiesen, weil die auch dort nicht mehr stehen konnten, wo sonst immer die Grenze war, am El Chaco. Am Mirador El Chaco. Hier sieht man jetzt drei verschiedene, also vor allen Dingen eine, die ja, Wolke, die ja sehr hell ist, so bräunlich eher, ganz links. Dann kommt hinten schwarz raus, am Hauptkegel schwarz raus. Oder dahinter liegend gibt es ja auch noch einen Kegel, wohl auch schwarz raus. Dann gibt es noch so einen weißen Dampf links. Also extrem viel Asche. Wir waren jetzt nochmal in El Paso. Ich wollte eigentlich hoch nochmal, aber da war, also El Paso ist ganz besonders bis oben hin in die Berge, sogar nach dem Tunnel noch sehr stark betroffen. Während dann weiter unten war ja schönstes Wetter, das hat man jetzt auch gut gesehen nochmal. Ich habe das ja nochmal Fotos dran gehängt, auch wie es da aussieht an der Quelle, hinter Fuencaliente, strahlend blauer Himmel, alles bestens. Las Manchas, strahlend blauer Himmel, aber leider Schwefeldioxid. Und hier haben wir die Aschewolken. Also es ist schon schwierig heute, auch auf Tazacorte war ja total viel Asche. Mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Aber jetzt ist es da unten eher blau. Also es ist nicht mehr so schwarz, alles nach oben gezogen. Das zieht alles nach oben und dann Richtung Nordosten. Das ist für unsere Finca natürlich ganz gut. Wir sind bei Tag 57 und in drei Tagen wird er jetzt nicht aufhören, auch wenn wieder betont wird, dass alles nachlassend ist. Aber die Lava fließt ja noch raus, jetzt ganz weit südlich, also auf dem südlichsten Strom runter. Also da sind jetzt keine weiteren Flächen vernichtet worden. Aber der am südlichsten Spitze wohl stehen geblieben ist, der muss ja noch mal weiter runter gelaufen sein, sonst wäre er jetzt nicht am Wasser. Weiß nicht, ob da noch Bananenplantagen waren. Ich werde das alles noch mal anhand von Karten oder von Aufnahmen zeigen. Alle Werte sind weiter rückläufig, auch wenn der Tremor noch mal kurzfristig wieder ein bisschen angestiegen war. Er geht dann aber auch immer wieder zurück. Das ist immer nur so eine kurze Aktion. Die Deformation an der LP03, die sich sogar 2 cm angehoben hat, ist wieder vollständig zurückgegangen und sie ist wirklich auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Eruption. Da war sie auf 15 cm angestiegen. Sie ist anscheinend ja fast wieder dort oder ganz dort sogar wieder bei 15 Zentimeter. Diese Frage ist, geht sie überhaupt ganz wieder zurück? Denn wenn von dort aus die Magma aufsteigt und deswegen der Boden immer so angehoben ist, dann wird ja bei Ende der Eruption ja das wahrscheinlich aushärten dann und dann wird die wahrscheinlich bestehen bleiben. Der Schwefeldioxidausstoß, das weiß ich jetzt nicht, wie hoch der ist. Das Beben von 4,4 heute Nacht oder heute Morgen um 4 Uhr aus 38 Kilometer bei Villa de Maso kam. Ja, so sieht er hier jetzt aus. Jetzt kann man ihn auch wieder erkennen. Und wenn man hinten ganz rechts runter guckt, da sieht man auch ein ganz kleines Gasfähnchen, zumindest war vorhin eins zu sehen. Was auch immer das war, das kann man jetzt nicht mehr erkennen. Hier weiter westlich kann man den hinteren nur noch erahnen.
hier vorne kommt, läuft wohl weniger Lava raus, sondern weiter südlich jetzt mittlerweile. Viel zu sehen, aber es gibt, das sieht man jetzt gar nicht, eine neue Rauchfahne, die ziemlich nach oben schießt. Also hier von der Montagna ist es jetzt vorbei. Jetzt fällt alles wieder direkt runter, anscheinend ist der Wind weg, wo wir hier jetzt Westwind haben. Man kann auch leider diese Säule, die sich weiter weg nach oben ging, nicht mehr erkennen. Hätte ich jetzt gerne erfahren, was das sein könnte. Sieht man eine weiße Wolke hinten, das ist aber südlich vom Leuchtturm und deswegen kann da das Delta nicht runtergegangen sein. Ich kann mir das nur so erklären, dass vom Wind die Wasserdampfwolke da hingetrieben wird und dann nach oben kommt. Weil das auch immer so phasenweise passiert. Am Leuchtturm, ziemlich am Leuchtturm, ist der dritte Lavastrom runtergegangen. Das kann man aber jetzt von hier aus überhaupt nicht sehen. Man sieht vielleicht ein ganz kleines weißes Wölkchen manchmal nach oben wieder kommen, nördlich. Kommt ein bisschen hoch, aber südlich vom Leuchtturm kommt jetzt was Größeres hoch. Was ist das? Ist das die Wolke, die von dem Delta nördlich des Nordturms, Leuchtturms dahin geweht wird und dann da hochkommt?